Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New World. Ja, diejenigen unter euch, die schon die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass es weitergeht, es tut mir wirklich leid. Aber wie sicherlich viele von euch nachvollziehen können, abgesehen mal von etwas privatem Stress zurzeit, ist es aktuell auch gametechnisch extremst stressig, weil nämlich in so ziemlich jedem Spiel gerade Halloween-Events laufen. In jedem Spiel außer New World seltsamerweise. Also in jedem MMO, was ich kenne, gibt es gerade ein Halloween-Event. Und die habe ich natürlich jetzt alle fleißig mitgemacht, beziehungsweise die meisten mache ich noch mit. Eins habe ich schon beendet, das Spiel, darum muss ich mich jetzt nicht mehr kümmern. Und dann habe ich ja noch nebenbei, in Anführungszeichen, ein komplettes Let's Play aufgenommen. Gut, das Spiel war jetzt nicht ganz so lange, glücklicherweise. Glücklicherweise oder eben nicht glücklicherweise, weil es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und zwar geht es um die aktuelle Reihe, die ihr auch aktuell natürlich im Channel findet, von House of Ashes. Ja, damit habe ich meine ganze Zeit verbracht in letzter Zeit. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt natürlich weiter mit den Quests, aber bevor wir das machen, wollte ich euch noch eine wichtige Sache zeigen. Denn wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, sehe ich etwas anders aus. Diejenigen unter euch, die das Ganze schon gesehen haben und naja, gut, die Farben sind gewöhnungsbedürftig, die erkennen es sicher auch. Und zwar sind das die Rüstungssachen größtenteils, nicht alle, weil ich fand nicht alle so schön, von Twitch. Die kann man jetzt leider nicht mehr bekommen. Und es gab eine Zeit, wo man die sich holen konnte über die offiziellen Twitch-Kanäle von New World, beziehungsweise von denjenigen, die New World streamen. Und das habe ich natürlich auch getan. Und ich zeige euch mal eben, wie ich es dann geschafft habe, mir diese Ausrüstung zu holen. Und zwar, ich zeige euch das mal eben hier drauf. Ihr klickt einfach zum Beispiel auf das Schild und dann seht ihr unten dieses kleine Maskensymbol Haut ändern. Da klickt ihr drauf und da habt ihr dann jetzt verschiedene Sachen zur Auswahl. Also ich habe jetzt hier Lavendelblüte, dieses Schild, weil das nicht ganz so knallig war. Dann gibt es noch, kann man mich drehen, ja so ein bisschen, ne, jetzt kann ich ihn mal loslassen, so. Toll, da dreht man mal und schon zeigt es dann auf einmal auf der anderen Seite. Jetzt zeigt es wieder auf der Seite, wo ich es nicht sehen kann. Das ist natürlich sehr intelligent. Also die Vorschau backt noch ein bisschen rum, aber ihr seht hier rechts zum Beispiel Gartenmauer könnte ich theoretisch nehmen oder Gaia-Scheibe, wobei... Ne, das sind aber alles Schilder, also die müsste ich normalerweise alle hier auswählen können. Dann das hier ist zum Beispiel nur so eine Sache, das seht ihr hier auch an dem Symbol, das muss gekauft werden im Shop. Ja, und das ist halt die Standardoptik, die ihr habt, wenn ihr ein Schild, in dem Fall jetzt hier ein Schild, hergestellt oder gekauft habt und ausgerüstet habt. Warum das jetzt so am Flackern ist, ich habe absolut keine Ahnung. Ich breche das Ganze hier mal ab. Genauso geht es natürlich auch mit den Oberteilen. Ihr klickt einfach einmal hier, damit ihr das Ganze feststellt. Klickt auf Haut ändern und habt ihr hier dann eine doch sehr große Auswahl. Ich fand hier dieses Original eigentlich ziemlich cool, deswegen habe ich das drin gelassen. Ich weiß gar nicht, nee, stimmt gar nicht, ich habe es gar nicht drin gelassen. Ich habe Haudegenmantel drin, sehe ich gerade. Ich weiß jetzt gar nicht, das müsste dann theoretisch auch das von Twitch sein. Zumindest sehe ich jetzt hier nichts anderes. Also ich kann nur die zwei Sachen auswählen. Das hier ist noch verschlossen. Dieser Gegenstand gilt kontoweit. Nee, das wollten wir jetzt eigentlich nicht wissen. Ja, keine Ahnung. Produkt nicht verfügbar. Robin Hood Mantel. Klingt eigentlich so, als ob man es theoretisch kaufen könnte. Warum es nicht verfügbar ist, weiß ich nicht. Aber hier diese Sachen, die kann man kaufen. Das mit der Vorschau weiß ich nicht, warum das so am Backen ist. Ich denke mal, normalerweise sollte man die sich zumindest mal ansehen können. Aber okay, ich könnte euch das jetzt zeigen. Den habe ich gerade aktuell, indem ich jetzt hier drauf klicke. Oder ich kann es euch nicht zeigen, weil er das nicht annimmt. Der ist zwar frei, aber ich darf ihn nicht auswählen. Warum, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich spinnt gerade mal wieder irgendwas. Den kann ich auswählen. Und der eben noch frei war, den kann ich jetzt nicht mehr auswählen.
Naja, okay. Aber ihr seht, wenn man da draufklickt, es wird zwar hier rechts ausgewählt, aber man hat hier keine Vorschau, was ein bisschen seltsam ist. Aber, naja, ich meine, es steckt alles noch ziemlich in den Kinderschuhen drin, deswegen muss man das dann erstmal bestätigen und dann dementsprechend angucken, wenn es bestätigt ist und man es anhat. Das sollte theoretisch funktionieren. Hier unten habt ihr übrigens auch nochmal Skins durchsuchen. Da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr hier automatisch in diesen Shop rein. Und da gibt es für extremst überteuerte Preise, die ihr nur bei Echtgeld bekommen könnt hier. Also ihr könnt hier oben draufklicken und könnt euch dann diese Pakete hier kaufen. Das will ich euch jetzt aber nicht so zu Gemüte führen, weil ja, das ist unnötige Geldverschwendung und da mache ich jetzt keine Werbung für. Das ist einfach nur, damit ihr das mal gesehen habt. Ja, dann, wie gesagt, es geht mit der Quest weiter. Und zwar haben wir hier von der Haupthandlung herankriechende Verderbnis. Und ich hoffe, dass das wirklich die Quest ist, die ich brauche, damit ich den Stab bekomme, den ich unbedingt haben möchte. Ich möchte mir das Ganze mal eben auf der Karte ansehen und sehe, dass das direkt bei mir ist. Das ist es nicht. Ich sehe gerade gar nichts Grünes. Moment. In der Richtung? Doch da drin? Aber wo drin? Hallo? Oder ist das doch der hier? Aber der ist doch nicht grün. Moment, jetzt muss ich doch nochmal eben schauen. Also das ist was extrem... Doch, Avita, okay. Das ist nämlich was extrem unübersichtlich irgendwie gemacht hat. Also auf der Karte ist es jetzt ein grüner Pfeil. Nee, stimmt gar nicht. Der ist jetzt weg. Okay, ich verstehe es. Nee, wirklich nicht. Es ist nicht angeheftet. Warum ist das eigentlich nicht angeheftet? Das muss ich auch nicht verstehen. Okay, wir reden jetzt auf jeden Fall erstmal. Wir würden gerne reden, aber die Synchronisation hat auch hier wieder einen Fehler. Diese Sache mit der Verderbnis wird immer komplizierter und unheilvoller. Es gibt immer mehr Berichte über dieses üble lila Zeug, das überall auftaucht, näher und näher an der Siedlung. Wir sollten sie mit Stumpf und Stiel ausmerzen. Du musst es tun. Du willst mich im Moment nämlich nicht da draußen sehen. Jedenfalls, durchsuche das Gebiet um die Siedlung herum. Wenn du Anzeichen von Verderbnis siehst, vernichte sie. Okay. Gut, mit der haben wir jetzt gesprochen. Norden. Ich gehe mal eben hier raus. Da hinten sind meine Ziele. Ist das denn weit weg? Kann man das auf der Karte sehen? Oh ja, doch, es ist schon was weiter weg. Durchkämme die Gebiete in der Nähe der Immerfallsiedlung und vernichte alle Verderbnisknoten, die du findest. Okay. Das ist ein Turm in der Nähe der Salzschlucht und eine Enklave. Das heißt, das ist dann vermutlich nicht das, was ich gerne gemacht hätte, weil ich habe gehofft, dass das die Gebiete sind, die halt so rötlich werden. Oder so rötlich. Was lila? Was lila oder was rot? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Und ich habe eben nur ein wenig geangelt, wenn ich jetzt ehrlich bin. Jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist dahinter. Ja, dann würde ich sagen, dass ich mich jetzt erstmal dahin aufmache. Und dass ich euch dann gleich wieder hinzuschalte, wenn ich angekommen bin. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier ganz in der Nähe. Also, einen Wolf habe ich schon gefunden. Und da hinten ist was Gutes, aber ich werde mich jetzt erstmal eben auf den Drachenatem hier stürzen. Den sehe ich nämlich sehr, sehr selten. Und da hinten ist auch noch einer. So. Ich denke mal, dass die hier dieses Rote meinen. Das ist nämlich genau da. In der Richtung. Ich habe aber keine Ahnung, was ich machen muss, wenn ich hier bin.
Ah, Verderbnisknoten, okay. Also, da muss man einfach nur mit interagieren. Okay, ja, perfekt. Dann ist der erste schon mal gemacht. Das ist doch super. Dann, ach man, nimm es einfach an. So, dann laufen wir jetzt zum zweiten rüber. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob hier nicht irgendwie Zombies spawnen. Ich meine mich zu erinnern, dass da mindestens einer drin gewesen ist. Aber normalerweise ist das ja so blöd gemacht, dass sie so schnell wiederkommen. Moment, ich muss jetzt hier runter und dann da hoch. Ich werde das jetzt mal nicht rausnehmen, weil ich hoffe, dass wir da doch recht schnell da sind. Wobei 400 Meter ist doch schon mal ein ganzes Stück. Da hinten waren wir, das ist es auf jeden Fall nicht. Ah ne, ist ja auch ein ganzes Stück da noch durch. Salzschlucht. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir in der Salzschlucht auch schon mal gewesen sind. Oh. Das haben wir definitiv auch, ich glaube, in der letzten Folge noch eingesammelt. Ich meine, da sind wir hier gewesen. Seelenspross. Ich hoffe, wir kriegen den zweiten auch, weil die geben im Moment eigentlich noch recht gut Erfahrungspunkte. Und leider, leider ist es ja sehr mühsam, beziehungsweise dauert es ja wahnsinnig lange, bis man die einzelnen Gebiete, sage ich mal, also die einzelnen Handwerke tatsächlich mal hochgelevelt hat, weil Max-Level liegt nun mal bei 200. Und ich sag mal, auf die ersten 50 zu kommen mit sehr, sehr viel Grinden, das ging dann doch vergleichsweise noch relativ schnell. Aber alles, was danach kam, ist natürlich so eine Sache. Also es dauert und dauert. Ich meine, man kann es verstehen, dass es nicht von jetzt auf gleich von 0 auf 100 gehen sollte. Was war das denn gerade? Das war irgendwie ein komisches Geräusch, als ob ich da irgendwas anspringen wollte. Ja, man kann es halt verstehen, aber ja, je länger es dauert, umso langweiliger wird es natürlich irgendwo. Und umso weniger Lust hat man dann am Ende doch noch, sich darum zu kümmern. Deswegen sind meine Handwerke auch alle noch nicht bei 100. Deswegen und wegen den vielen Halloween-Events. Da muss man auch ganz klar sagen, die sind es in erster Linie schuld. Sonst hätte ich vermutlich doch schon ein bisschen, ah, da oben, schon ein bisschen mehr Zeit jetzt auch damit verbracht. So. Da ist nun Truthahn in der Nähe. War mir jetzt nicht sicher, ob ich den noch kriege, deswegen machen wir es mal so. Ja, perfekt. Drachenatemstrunk bekommt man. Und Feuerpartikel. Oh, hi. Okay, normalerweise sind also Gegner da, habe ich gerade festgestellt. Okay, habe ich Glück gehabt bei dem anderen, dass da gerade nichts da gewesen ist. Jetzt kommt da noch ein Wolf? Nee. Ein Grauwolf. Ja, ich habe jetzt mittlerweile schon so einige Wölfe gesehen. Ach, ich dachte gerade, da läuft ein Zombie rum. Es war aber kein Zombie, es war ein Mensch. Okay. Der andere liegt da. Ich will da jetzt eigentlich nicht direkt durch. Das wäre jetzt in die Richtung. Gucken, ob wir hier so ein bisschen eine Schneise laufen können. Je mehr man umlaufen kann von den Gegnern, umso schneller ist man natürlich dann am Zielort. Da komme ich mitten rein, ne? Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin. Ich glaube, am Wasser auf der anderen Seite, wenn ich Pech habe, kommt gleich irgendwo ein Krokodil. Aber beziehungsweise hier heißen die riesigen Tiere ja Alligator. Ah, da ist noch einer. Moment, jetzt muss ich mal hingucken. Da muss ich den Weg hoch und dann auf die rechte Seite. Das heißt,
dass das immer ein bisschen außerhalb dann liegt. Ja, geh mal aus dem Weg. Um dich will ich mich jetzt gerade nicht kümmern. Ach, da oben. Ja, ich sehe es. Musst du jetzt gerade hier rumlaufen? So. Ich denke mal, da werden wir ja auch noch Gegner haben, deswegen. Ich bin gerade am Überlegen. Ich meine, das Ding wird ja nicht weggehen. Da oben ist irgendwas bläulich am Leuchten. Was ist denn das? Ach, ist das so ein Reisestein? Ja, Tatsache. Geisterschrein. Ja, cool. Kommst du denn jetzt auf einmal her? So, mal gucken. Hier haben wir auch noch einen Gegner. Perfekt. Diesmal nur einer. Ja, ich bagge jetzt unter dem Ding, aber ist kein Thema. Sah jetzt ein bisschen seltsam aus, aber den kann ich, glaube ich, immer noch nicht machen hier. Ne, da brauche ich Holzfällerei 100 für. Die habe ich natürlich immer noch nicht. Ja, schade, weil mit denen levelt man dann natürlich auch dementsprechend schneller. Ich glaube, die kann ich auch noch nicht. Oder doch, die kann ich. Ah, perfekt, okay. Man muss mitnehmen, was man kriegen kann. Und am besten natürlich immer das, was man am Ende vom Level bekommen würde, weil das gibt einem nämlich den größeren Push. Also sprich die meisten Erfahrungspunkte. Das heißt, der Baum, wäre ich jetzt schon Level 100, würde mir nochmal einen guten Push geben. Aber da ich noch nicht Level 100 bin, ja. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Muss ich da jetzt wieder zurück? Ja, muss ich. Ich habe übrigens hier gesehen, seit heute gibt es hier diese zwei Sterne, also diese seltene Angelstelle. Das heißt mit anderen Worten, die wechseln. Die war nämlich vorher nicht da, also definitiv. Und heute ist sie da. Das heißt, man sollte dann immer mal so ein bisschen auf der Karte gucken, beziehungsweise die Stellen ablaufen. Dann findet man auch heraus, wo gerade aktuell diese Stellen sind. Das nur so als kleinen Tipp. Ich werde mich auf den Weg zurück machen. Schauen, ob ich hier noch irgendwas sammeln kann. Sieht aber eher nicht danach aus. Bin ich jetzt hier mitten im Gebiet gerade drin? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich hier gerade bin. Nee, meine ich doch. Ich bin hier vermutlich wieder in die falsche Richtung am Laufen. Das war so klar. Ja, also wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich in der Burg bzw. in der Siedlung angekommen bin. Bis gleich. So, und damit sind wir wieder zurück. Ich weiß nicht, warum heute das Spiel total am Haken ist. Es läuft nichts im Hintergrund. Es ist nur New World geöffnet. Aber scheinbar ist der Server irgendwie überlastet oder ich weiß auch nicht. Jedenfalls nervt es mich gerade ein bisschen. Jedenfalls müssen wir nochmal mit ihr hier sprechen. Avita, die wieder nicht mit uns sprechen möchte. Oh, den Sternen sei Dank. Du bist wieder da. Die Verderbnisausbrüche entstehen schneller, als wir sie schließen können. Hast du auch gesehen, wie das Zeug aus dem Boden brodelt? Ja, aber ich habe sie vernichtet. Du hast uns wieder einmal gerettet. Du scheinst ein wahrer Champion von Immerfall zu sein. Du solltest dir hier ein Haus kaufen. Das würde es leichter machen, hierher zurückzukehren. Ich soll nochmal losziehen? Hoffentlich. Dieser alte Verrückte wusste von der Verderbnis. Ich habe gehört, dass er in Königsfels eine Fischerhütte hat. Ist ein Stück weit weg, aber er könnte etwas wissen. Frag vor der Abreise im Gasthof nach, ob du in Königsfels noch mehr erledigen kannst. Okay. Und wir haben einen Waffenkoffer bekommen. Ich hoffe, dass dieser alte Verrückte etwas weiß, was das Blatt wenden kann. Wenn nicht, dann laufen wir alle schon sehr bald als rotäugige Wahnsinnige herum. Okay, ja, die von heute habe ich schon alle angenommen. Moment, die ist jetzt wieder grün. Aber
man kann nichts mehr hier machen. Keine Ahnung, warum sie jetzt wieder grün ist. Okay. Boah, das geht immer so schnell. Königsfels. Das ist hier unten links. Das heißt, hier soll ich vermutlich hin. 4 Aufgaben. Mal schauen. Besorge. Okay, das wird es vermutlich nicht sein. Zwischen den Siedlungen. Informiere Gasthofbetreiberin darüber, dass Gasthofbetreiber Bieten und Königsfels seine Azotschulden bald begleichen wird. Okay. Das ist wieder was anderes. Okay, also wir müssen dann vermutlich mit ihr hier erstmal sprechen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Was das jetzt mit den Schulden auf sich hat, weiß ich nicht so ganz. Aber ich denke mal, dass das dann unser Ziel sein wird. Ich gucke nochmal eben hier nach, unsere Gassen. Moment, unsere Gasthofbetreiberin zu N in Windkreis an seine Schulden erinnern, die er noch bei Gasthofbetreiberinnen im Immerfall hat. Hä? Haben die jetzt alle miteinander Schulden oder was? Sammle Glückshasenpfoten ein. Okay, das ist definitiv was anderes. Warum das jetzt hier grün ist? Suche ein Schiff. Achso, das ist wahrscheinlich ein Nebenquest gewesen hier aus dem Bereich. Okay. Ja, aber ich vermute mal, dass die Hauptstory dann damit weitergeht. Haupthandlung. Suche entlang des Flusses. Achso. Das mit dem Gasthaus hat gar nichts mit der Haupthandlung zu tun. Suche entlang des Flusses im Königsfels nach einem alten Mann. Er weiß vielleicht mehr über das Bekämpfen der Verderbnis. Fluss von Königsfels. Da gucken wir dann doch nochmal nach, weil ich kenne jetzt hier überhaupt gar keinen Fluss. Hier ist... Obwohl... Ah, Moment. Nee, nee. Königsfels ist ja nicht nur die Siedlung, sondern das Ganze. Das heißt... Es wird aber keine Quest direkt angezeigt. Ah! Okay, also hier unten, das ist gar nicht in Königsfels, sondern in Windkreis, wo wir eigentlich hin müssen. Ja, okay, dann würde ich sagen, dass ich mich in der nächsten Folge dann vom Zielort aus melde und ja, da mal gucken, was der zum Thema Verderbnis sagen kann. Bis zur nächsten Folge. Ciao!